So, Norris nimmt teil und Butler nimmt teil. Jackpot Herausforderung. Die snacken wir uns doch direkt beide mal. In Italien. Also ich muss 13,7 Kilometer schlagen, dann ist alles okay. Ich finde den Sound in den Ohren fast schon eklig. Geil, aber zu. Irgendwie, ja, natürlich geil, aber zu hoch. Mal ein bisschen leiser machen hier. Das hat ordentlich Zeit gekostet, das könnte mir alles versauen. Also die Zieldistanz war jetzt gleich erreicht. Ich denke mal, ich schaff's. Was waren die anderen zwei? Ich glaube, 13 Kilometer muss ich schaffen. Dann nächsten Checkpoint werde ich ja nicht mehr schaffen.
Ich denke, das sollte gereicht haben. Um die 2 zu schlagen, müsste das easy gereicht haben. Ja, easy. Easy, easy, easy going. Hi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir so? Glückwunsch zu deinem Erfolg beim Einladungsevent. Er mag dir vielleicht in der Meisterschaft nicht nützen, aber er ist definitiv förderlich für deinen Ruf. So, wie sieht's denn hier aus? Ernsthaft, beides gescheitert? Ach komm schon. Bewölkt. Naja, die Entwicklung ist noch im Gange. Oh, das ärgert mich, dass hier beides gescheitert ist. So, dann gehen wir einmal direkt hier ins erste Training. Lernen ein bisschen die Strecke kennen und holen uns dann nochmal den ersten Platz, würde ich einfach vorschlagen. Ne? So, was haben wir denn an Teamzielen? Sektor, Spitzengeschwindigkeit, fahre 3 durchgehend schnelle Runden, DRS-Test. Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren, doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Ich nehme mal die Weichen. Ich weiß nicht, auf Weichen fühle ich mich irgendwie am wohlsten. Ja, muss mir jetzt nach der Session hier dann vorm Rennen nochmal den Motor angucken, wie es denn da aussieht. Weil letztes Rennen kam ja auch schon mal Problemmeldungen. Dass irgendwas nicht so will, wie es eigentlich soll. Nein. Ich habe nur eine Kurve nicht gekriegt. Die Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Programm.
Ja, wenn ich es gemeistert habe, erstmal zurück zur Garage, ne? So, das haben wir geschafft. Was sind denn eben die Teamziele? Die beste Runde liegt jetzt bei 1,9. Ja, halt, halt. So, Qualifying-Tempo nehmen wir auch mit. Mag ich nämlich auch. Hi Leute, na, wie geht's euch so? Abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige Extra. So. Bestätigt. So. Ja, ich glaube, das andere lasse ich jetzt aus. Ich fühle mich eigentlich auch ganz wohl auf der Strecke. Mal Zeit beschleunigen. Und dann direkt mal ab ins Qualifying, ne? Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top. So, hier simulieren wir wieder. So, was haben wir denn für Nachrichten? Viel Glück, bewölkt. Alles cool. So, könnte man hier noch irgendwas treiben?
Nee, ich spare mir die Punkte jetzt auf, weil ich würde gerne nochmal, dass es weniger Fehlschlägt entwickeln. Ja, genau. Ein Blick hier noch rein. So. Tausche mal das aus. Nach dem Qualifying, nach dem Qualifying. Fürs Rennen dann. Diese Ladezeiten, sie sind so nervig. 21. Jahrhundert und wir kriegen es nicht hin, ein bisschen schnellere Ladezeiten zu. Wieder einmal befinden wir uns in Silverstone. So, dann gehen wir wie immer direkt zur Strecke, solange sie frei ist. Bin nicht drauf geblieben. So, haben wir wieder eine Pole. Ja, wieder eine Pole. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal. Hole ich etwa Mercedes noch einen in der Weltmeisterschaft? Ach, muss ich mir einen neuen Rivalen wählen? Machen wir doch auch mal gleich. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Hier, Rivalen. Oh, wir nehmen mal den dieses Mal. Ja, kommt drauf geschissen, wir nehmen Bottas. So, jetzt aber, ich habe gesagt, fürs Rennen. Tauschen wir sie beide aus. Dann sollte alles in allem wieder ein bisschen besser aussehen. Und dann let's fetz. So, das Wichtigste ist, in den ersten zwei Runden nichts kaputt machen. Es liegt an dir, heute alle zu beeindrucken. Mach uns stolz. Strategie ist so, ja, die lassen wir auch so. Und dann, let's go.
starker Start. Gut gemacht. Direkt mal 2,8 Sekunden zum Hintermann rausgeholt, auch nicht schlecht, ne? Ja, jetzt ist auch das Knacken weg. Gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Ja, das hat mir jetzt ja alles schon ein kleines bisschen Zeit gekostet. Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Vor der siebten Runde wird kein Stopp gemacht.
Mercedes sind da hinten, alle beide. Ja, bitter, ne? Also solange wir gerade diese 7 Sekunden zu Mercedes halten können, ist mir erstmal alles recht. Oder natürlich ausbauen können, da habe ich auch nichts dagegen. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Also ich bin jetzt gerade trotzdem der Meinung, die KI ist zu schwach. Ich bin nicht so gut in dem Spiel. Oh, dieser Lag! Halte halt. Eine Runde noch, dann komme ich rein. Ja. Als Hinweis, wir rechnen damit, dass der Grip deiner Reifen jetzt allmählich merklich nachlässt. Dieser Satz sollte aber noch eine Weile durchhalten.
Ja, das war eventuell ein Fehler, jetzt nicht zu stoppen. Boah, ist das lang. Los, los, los! Ah ja, es dürfte mich, glaube ich, keiner snacken. Boah, ist die Box lang. Hey, fast 40 Sekunden in der Boxe. Kommt an die Box, Lando an der Box. Thank you.
ausgezeichnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, wieder 25 Sekunden, ey. Fast eine halbe Minute, also sprich im Rennsport eine halbe Stunde. Oh, nochmal die schnellste Runde gefahren. Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst wieder an Sieg. Sehr nice.
So erwarte ich das. Dritte Sieg hintereinander. Gratulation an das gesamte. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter in der Spitze, aber seine Konkurrenz. Boah, ich bin mittlerweile auf die 3 aufgerutscht. Nice. Hier immer noch auf die 4. Nico Hülkenberg hat heute ausgezeichnete Arbeit auf der Strecke geleistet. Ah, geil, wir sind 3. Wir könnten noch Weltmeister werden. Sehen wir noch ein paar Rennen. Wenn wir weiter so dranbleiben. Gleich direkt erstmal fette Punkte bei beiden. Sehr schön. Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Und du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Wieso geschwitzt? War doch easy going. So, ich muss jetzt noch mal gucken hier. Auf jeden Fall die Qualitätskontrolle. Und ich glaube, hier mache ich auch direkt die Qualitätskontrolle. Das hier kostet natürlich ein Tausender, das habe ich verdattelt. Dann spare ich mir das Geld jetzt sogar hier für die nächste Qualitätskontrolle. damit wir da auch mal weiter vorankommen. Deutschland kommt jetzt als nächstes. So, aber hier war es das jetzt erstmal an dieser Stelle. Für die, wo kurz im Stream dabei waren, herzlichen Dank dafür. An euch da auf YouTube. Auch danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like da lassen und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Macht die Glocke an, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Checkt meine letzten Videos aus und so weiter und so fort. Wir sehen uns. Bis dann. Dahin. Ciao, ciao.